Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Shoki Banoki Daily, deine tägliche Portion Angeberwissen. Neben mir, das ist der Sascha und ich bin der Marc. Ja, und wir reden heute über den 18. September und am 18. September 1971 wurde geboren Annette Trepko. Kennst du? Natürlich kenne ich Annette Trepko. Ne? Annette Trepko ist... Gar nichts kennst du. Ja, die schöne ist, Frau, das ist die, Sängerin. Sängerin, ja, das sieht man ja hier, ist ja klar. Opernsängerin, russisch-österreichische Opernsängerin. Ich sag's ja. Ja, und sie ist in, wo ist sie geboren? Warte mal, ich guck mal hier. In Russland. In Krasnodar. In Krasnodar. Krasnodar. Noch nie gehört. Jedenfalls ist sie 1971 geboren, am 18. September. Und am 18. September ist auch nochmal etwas gewesen. Das wolltest du vortragen, bevor du jetzt so leger über den Stuhl da hängst? Nein, also es ist nichts passiert am 18. September. Also, ich habe doch einen Fakt des Tages. Ach so, das ist ein Fakt des Tages. Kadam! Fakt des Tages. Und zwar sag mal, wartest du oft an Ampeln? Wenn du so hier durch die Gegend fährst, so bei dir im Ort, habt ihr viele Ampeln, wartest du oft? Wieso? Ja, ja, weil Fakt des Tages ist, dass jeder Mensch circa in seinem Leben 2 Wochen an Ampeln wartet. 2 Wochen. Ist das nicht also verrückt? Und ich habe euch hier mal in der Summe. Ja, ja. Ich habe euch hier auch mal eine mitgebracht. Hier, so sieht sie aus. Ne? 2 Wochen seines Lebens wartet der Mensch an so einer Ampel. Ja, das ist unglaublich. Wochen, 2 Wochen unglaublich. Stehst du vor Ampeln. 2 Wochen deines Lebens stehst du vor Ampeln. Würde mich mal interessieren, wie lange du im Stau stehst, so im Schnitt. Tja. Auch ewig. Bestimmt länger. Bestimmt länger. Oder? Ampeln sind öfter. Die Ampeln sind öfter, aber dafür kürzer. Staus sind... Das kommt immer drauf an. Das kommt natürlich drauf an. Ich meine, ich sag mal so, meine Oma war so gut wie nie im Stau. Hat nie im Stau gewartet. Und vor Ampeln hat die auch kaum gewartet. Es waren keine 2 Wochen. Aber natürlich ist damals das... Damals 45. Das klar. Ja, ja, genau. Natürlich ist das im Schnitt hier so die Frage. Aber am 18. September 1905 wahrscheinlich, weiß man nicht so genau, ist Greta Garbo geboren. Greta Garbo. Greta Garbo, schwedisch-US-amerikanische Schauspielerin. Hübsche Frau. Ist in Stockholm geboren. Ganz berühmt damals. Und ist am 15. April 1990 gestorben. Das war das Daily, deine tagesloses Angeberwissen heute am 18. September. Und wir sehen uns morgen wieder am 19. September. Da kriegt ihr noch viel mehr Wissen über den 19. September. Und ich sage erstmal an dieser Stelle, Cheerio, Miss Sophie. Macht's gut.